Filmreife Vorstellung beim Wasserball. Der Bundesligist OSC Potsdam lieferte sich im heimischen Schwimmbad Blue einen wahren Thriller mit dem Tabellenführer ASC Duisburg. Am Ende stand ein 12:12 Unentschieden zu Buche, auch dank des starken USC-Torwarts Max Schweimer. Ja, es war ein sehr schwieriges Spiel, vom Anfang bis zum Ende, auch so ein bisschen chaotisch. Und am Ende hat uns so ein bisschen in den entscheidenden Momenten der Kopf und die Ruhe gefehlt, um uns die 3 Punkte zu holen. Das Spiel ging haarig los für den USC, der schnell mit 3 Toren zurücklag. Aber die Potsdamer, die letzte Woche bei der Niederlage gegen die Wasserfreunde Spandau viele Verletzte zu beklagen hatten, konnten in Bestbesetzung nach dem ersten Viertel auf 3:4 verkürzen. Ja, definitiv. Also klar, wenn man natürlich komplett spielt, ist das immer bedeutend besser. Und dann stimmt die Abstimmung und alles, das ist dann immer ein bisschen besser. Das Spiel blieb die ganze Zeit spannend und hart umkämpft. 3 Minuten vor Schluss führte der OSC plötzlich mit 11:8 und hatte den Tabellenführer am Rande einer Niederlage. Doch die Duisburger kamen noch einmal zurück und konnten am Ende 1 Punkt aus der Brandenburger Landeshauptstadt mitnehmen. Dementsprechend sind wir nur doch zufrieden mit dem 12:12, wobei man, wenn man 11:8 führt, natürlich dann das gewinnen möchte. Aber ja, das ist dann einfach die Routine, die noch fehlt und die junge Mannschaft, die dann da noch ein bisschen was lernen muss. Dennoch können Hannes Schulz und der OSC auf das Spiel gegen Duisburg aufbauen. Für die Potsdamer geht es nun am kommenden Wochenende nach Untertürkheim am Neckar, wo man auf den SSV Esslingen trifft.